Achso, eigentlich jetzt gar nicht nachgefragt, wie es im Chat eigentlich aussieht mit wegen unserer Lautstärke und so, ob das hier alles passt. Ich habe teilweise so einen Blick auch drauf, wie wie das Mikrofon hier und das Spiel so ausgesteuert ist. Wenn irgendwas zu laut oder zu leise im Verhältnis ist, müsst ihr halt Bescheid sagen, dann können wir den Shit halt fixen. Solange ich jetzt, ich denke, da jetzt ein bisschen kein Beschwert hat, wird schon in Ordnung sein. Denke mal. Hätte im Prinzip auch einfach gar nicht ansprechen brauchen. Also, sorry. So, und jetzt sind wir schon im dritten Bereich. Diese kleinen Viecher, die haben wir eigentlich schon gesagt, wie viele Bereiche es insgesamt gibt? Nein. Da wollen wir draußen bleiben. Achso. Okay, dann wird es im dritten Bereich vor Fragezeichen. Man kann sich ja überhaupt ausrechnen. Kann man wirklich? Naja, wir hatten ja gesagt, dass wir. Wie lange ist die Monitor? Da kann man sich ja ausrechnen. Ja, jetzt sind wir ungefähr anderthalb dabei. Ja, anderthalb Stunden. Also für den ersten Bereich eine halbe Stunde, für den zweiten Bereich eine Stunde ungefähr gebraucht. Ja. Genau, das ist jetzt was Besonderes, was jetzt die, die Wasserfähigkeit erneuern bringt. Man kann jetzt Pflanzen gießen im ganzen Haus und die blocken einen dann Geld oder direkt über die Edelsteine. Da müssen wir noch ein bisschen backtracken noch, ein paar Sachen, nur ein paar Pflanzen noch gießen auf jeden Fall. Da können wir den Hinterkopf behalten, muss ja hier sehen. Ui. Alter, da kannst du den Brunnen runter. Jo, was ist denn gerade im Hintergrund? Das ist gleichzeitig aktiviert und. Ui. So, jetzt gibt man hier mal ein bisschen Story noch dazu. Das ist das Einzige, was man noch an Story bekommt. Und als. Ja, das, was man am Anfang schon bekommen hat. Geil. Wirklich schön spooky Sequenz hier. Da ist er! Boah, Sands, Alter. Morio. Morio. Ja, da, da ist er, da muss man hinkommen. Ich habe gesehen, King Boo ist da auch im Raum mit drin. Was dann ja schon zeigt, dass er, wie wir vorhin meinten, halt relativ wichtig ist fürs Spiel. Also im Prinzip also der Hauptantagonist, der Hauptbösewicht des Spiels. Mhm. Was wie gesagt vorhin eigentlich vorher keinen Sinn ergeben hat, weil er eigentlich eingesperrt war. Wie konnte er dann Mario gefangen nehmen, wenn er eigentlich selber in den Boden da eingesperrt war? Aber egal. Muss man nicht so hinterfragen, wie Story oder Mario spielen. Also man dürfte in dem Vogelhaus in diesem Liefer gesammelt werden. Ist auch ein weiteres verlorenes Objekt, was man an der Wahrsagerin zeigen kann. Ja. Leute, für alle, die sich nicht verletzen wollen? Ja genau, von der Seite auch mal. Wenn die, das war eben gerade beim Kühlschrank, weil ich auch mit Absicht so gemacht habe, den angesaugt habe, aufzumachen. Wenn man direkt vor der Tür steht und das eine, die dann so aufschwingt, dann stößt ihr ihn halt weg und macht Schaden, also. Genau. Toad sagt nochmal, was man, was Mario alles verloren hat. Mütze, Handschuh, Schuh, Brief und Stern. Wir haben Mütze und Brief haben wir jetzt schon. Ja. Mütze war ja in dem. Also Handschuh, in dem Schuh und Stern fehlt noch. Ja, in der Waschmaschine war das ja da. Mhm. Und der Brief war ja da gerade im Vogelhaus. Ja. Also. Ja, also er hätte sie direkt mitnehmen. Ja, aber es ist irgendwie halt merkwürdig, wenn er halt seine Mütze, Handschuhe und Schuh verloren hat, er hat sie also noch. Also im Prinzip alles doppelt und dreifach zu Hause im Schrank rumliegen oder wie? Ja, klar. Er hätte ja nichts anderes. Ja, ist so ein Dude, der immer jeden Tag das gleiche Outfit hat und hat so 10-mal im Schrank das gleiche hängen. Ich glaube schon. Geil. Was haben wir? Oh! Geil. Wer ist das denn jetzt, Schwuddy? Also, ach, das ist ein. Das ist nur ein Welchen von den beiden, der war. Ich wusste auch nicht mehr, dass da auch ein Goldgeist war. Rubin ist das ein Goldgeist, das Geld verschwindet. Ja. Rubin war ein Zweitwertvollst, ne? Oder der zwei von uns bekommt. Ich glaube, Saphir ist am wenigsten mal von Edelstein, oder? Das kann sein, ja. Das ist auch für die Uhr, soll man das denn eigentlich wissen, wenn man sich ausprobieren, weiß man eigentlich nicht. Damals hatten wir es nur über Spiele, die draußen beim Post bekommen.
Außer das ist optional, ist eine Abkürzung einfach nur in den Gängen. Ja, das ist schon dieser Porträtgeist. So ein Bodybuilder-Dude. Nein, ich hab mich selber gemacht. Man muss ihn dreimal erwischen, dann fällt er es um. Ja, aber beim ersten Mal. Aber hier warte mal, beim ersten Mal. Aber wie soll denn kommen, dass du kennst ihn zum ersten Mal, oder? Ja. Ich zieh alles was? Zurück. Hä, hey, warum ist das alles abgebrochen? Ich hab keine Ahnung. Oh, hast du erwischt? Weiß ja, so ist das. Weil ich nicht mehr spielen muss. Also ich hab irgendwie... Was? Warum bricht das ab? Entschuldigung? Hä? Okay. Also ich finde halt... Ja, jetzt muss er sich mal hinsetzen. Serious Gamer Mode. Ja. Jetzt wird richtig geschwitzt. Ich hab den Gamer-Moment mit Freddy Fires. Wir sind gleich im Spiel. Zero Deaths. Die Gruppe? Ja, genau. Ah, direkt im Buu. Buu bis Kahn. Aber, Regis. Der ist doch schon 100 der Polizei, Entschuldigung. Nee, du geh. Auf uns ein dunkler Gang? Ja, ist ein dunkler Gang. Ey, wo ist der Hexe? Links rum. Hm. Ah, der Gang ist jetzt auch hell, wenn man den Bereich aus. Ah, wenn es muss ich immer reden, wir sind unten. Hey, du kannst doch hier einsaugen. Das ist doch hell. Du kannst einfach ganz normal saugen. Warum machst kann du ich. Warum machst du es doch nicht? Will ich auch nicht. Ich will in dem Raum. Also, was ist der Unterschied? Hm. Weil die im Raum normalerweise länger bleiben. Hier kann ich. Hä? Okay. Der Controller hat gar nicht reagiert. Gell. Die Huse reingehackt in Mainframe. Ich glaube auch. Das ist schlimmer als bei Metal Gear. Oh, geil, mit Psycho Mantis. Ja. Oh, ich hab gehört, du spielst gerne Castlevania. Geil. Ja, der kann auch deine Memory Card lesen. Ach, stimmt. Psycho Mantis liest die Memory Card und Speicherdaten von anderen Spielen aus, und wenn es andere Konami-Spiele sind, dann sagt er halt explizit, dass du das in letzter Zeit gerne spielst. Und dann halt so, wie war das mal, also im ersten Teil, man musste den Controller in den zweiten Port reinstecken, ja. Und dadurch konnte man ihn dann besiegen, ja. Weil er nicht lesen konnte, was du machen wolltest, mhm. Weil du nur über den ersten Controller-Port lesen konnte. Ja. Oh, Kojima ist so der geile Dude. So, und solche Mechaniken, die er ausgebracht hat. Oder wer auch immer im Team ist, weil die haben ja doch Kojima aus, weil der Regisseur ist, dass er dafür verantwortlich ist für solche Ideen. Oh, ich hab jetzt heute Death Stranding vorbestellt. Nice. Der hat, ist das Special Edition oder was? Ja, es gibt eine Standard Special und Collector's Edition. Die Collector's Edition ist allerdings ausverkauft schon. Musst du nicht einsagen? Tauchen. Hä? Weiß nicht, das war ein blauer Geist. Nein, das war ein Feuergeist. Achso. Das wäre so ein Geldgeist gewesen. Nee. Das ist ja genau, Kojima hat nämlich heute auf Twitter ein Bild gepostet von der Standard- und Special Edition, wie die aussehen werden. Also wie in die Steelbook davon aussieht, das ist schon richtig nice. Das ist halt Norman Reedus halt auf dem Cover logischerweise. Ja. Und halt einen geilen Schriftzug dann halt auch so, Death Stranding. Und es gibt halt, ja, Standard, Special Edition und Collector's Edition. Spooky, geht auch noch viel. Also, es gibt halt immer so Vorbestellerboni bei allen drei Versionen. Da bekommt man halt so, es sind nur kosmetische Sachen, du bekommst halt goldene Ausrüstungsgegenstände für den Charakter im Spiel. Also nur so, ja, du kannst ein bisschen flexen, dann ist halt, ja, der Bullshit halt. Dann die Collector's Edition ist halt Steelbook mit dabei und Soundtrack. Oder ich glaube noch irgendwas anderes, auch so eine kleine, auch so ein digitaler Inhalt fürs Spiel, nur oben drauf. Und dann die Collector's Edition, die ist aber wie gesagt gerade ausverkauft. Was ist denn gerade? Also die Collector's Edition, wie gesagt, die ist ausverkauft. Da ist aber dann das gleiche wie bei der Special Edition, bei der Steelbook Edition mit dabei. Plus nochmal, hier weitere digitale Inhalte und so eine kleine Statue von diesem Tank Baby, das man mit sich rumträgt. Da haben die einen offiziellen Namen irgendwie, also diese, ja,
diese kleinen Babys, die man in seinem Energietank oder was man da noch mit sich rumträgt, die ja halt diese überdimensionalen Monster wieder mehr sehen und orten können, glaube ich. Das war die Fähigkeit von dem. Und der ist dann halt mit dabei. Na. Ja, aber ich habe jetzt halt erstmal vorhin selber die Steelbook Edition vorbestellt, damit ich halt auch den Soundtrack mit dabei habe, weil das wäre schon geil. Kommt der im November von der Spiel raus, genau. Ich habe dann Erscheinungsdaten für endlich. Und im November kommt da nicht auch Luigi's Mansion raus? Nee, schon im Oktober. Achso, sie haben jetzt den das war ja neulich, was ich dir geschickt hatte, das war so ein Gerücht, weil irgendwie durch Amazon das ja war. Wo 1. Oktober schon für Luigi's Mansion 3. Jetzt haben sie einen offiziellen Trailer rausgebracht, wo sie gesagt haben, dass Luigi's Mansion 3 am 31. Oktober, also Halloween, rauskommt. Also das ist schon der spookigste Tag des Jahres, gibt es dann Luigi's Mansion Action. Hallo, Polizei. Macht echt ein bisschen zu schaffen. Aber schon seit immer. Echt? Ja. Bei dem war gar nicht so extrem schlimm. Ja, bevor die Perlen verschwinden. Ja, bin ich dann noch alle. Ja, drei Anläufe. Absoluter Schmutz. Muss trotzdem noch selber sein, ne? Ja, kann sein. Trotzdem nicht. Hä? Ja, aber kein Spaß mehr aufzumachen. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Das Spiel ist gerade komplett verglitscht hier. Diese Wolken, die einfach random im Raum rumfliegen und diese Kiste, die wir nicht aufbekommen. Nur auf den Beruf wollten, die vorhin da so eine Folie kaputt gemacht. Ja. Das ist der Marke, du bist kam. War das der? Ja. Bei 2 ist er abgehauen. Das ist eine relativ Ringstelle, ne? Genau. Schon ein bisschen. Es ist in dem Raum hier auch ein großes Herz noch irgendwo. In dem, den einen Schubladen auf der rechten Seite. Können wir gerade gut gebrauchen. Aber in den Schubladen, wo man Geld. Ach. Ich dachte nur, dass hier irgendwo noch ein Herz noch so umdunkeln würde. Wäre schon ganz interessant, ein bisschen aufzuladen. Hey Boy, magst du eigentlich Seealgen? Hä? Was? Seealgen? Ja, aber so Algen, also nein. So Sushi-Style so zum Essen. Also im Meer nicht, Essen ja. Warum? Ich hab, wenn man schwimmendes Algen am Bein ist, ist es ja, die ist ja wie mit Quallen und so weiter, wenn du halt im Meer rumläufst und der irgendwas glitschend immer am Bein so vorbeistreift, das ist schon ein bisschen so, was ist hier schon als Game gewesen? Das ist klar. Nee, weil du so Algen zum Essen hat man so mal als Snack. Meinst du getrocknete Algen? Ja, zum Beispiel. Noch nie probiert. Weil ich hab da nämlich neulich. Das kenne ich halt echt nur als Umwandlung für Sushi. Kannst du mal kurz holen? Okay. Ich würde es echt ganz gerne noch probieren. Hey. Machen wir jetzt so ein bisschen Mumpy noch mit dabei, so den Stream rein. Ja, hier, auch, ist auch so richtig so Input. Das ist halt so, wie es halt bei Real und so, gibt diese Abteilung mit so Importware und sowas. Das ist ja direkt so aus Japan importiert. Das ist einfach so getrocknete Crispy Seaweed Chips. Ja. Okay. Das ist ja voll geil, die ganzen Übersetzungen, die da drauf stehen. Steht da drauf. Delicious with good from the sea. was war noch so drauf, was ich gut war? Schweine. Select high quality seaweed. passing through the state of the art technology machinery. Crispiness and natural taste of seaweed has been preserved. Full of goodness. Full of goodness is packed. Nice.
Und das Geile ist auch, hier steht extra drauf, hier von Natur aus reich an Jod. Ein übermäßiger Konsum kann zu Störungen der Schilddrüsenfunktion führen. Nicht mehr als 59 Gramm pro Tag verbrauchen. Und die Packung hier ist halt genau 59 Gramm. Okay. Also man kann im Prinzip so als einzelner Dude einfach so am Tag eine ganze Packung essen, wenn man Bock drauf hat. Aber halt nicht mehr, weil das dann irgendwie zu viel Salz ist. Ja. Wollen wir probieren? Ich bin das Ding enttäuscht. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt noch nicht. Das sehe ich dann ja. Ich mache mal auf, das ist ja irgendwie Resealable steht hier. Da habe ich gerade die Eismarke geholt, ne? Also mal alle Elemente. Ja. Nice. Das ist richtig geil. Warte mal, bis jetzt. Naja, ist scheiße aufgegangen. Dann wird man auch nochmal ziehen. Ja, das ist ein Dreck. Ah, jetzt habe ich es aber. Oh! Riecht aber ganz gut. Riecht so wie Krabbenchips. Ja. Riecht halt original wie Krabbenchips. Echt, das riecht genauso wie Krabbenchips. Mal schauen, sind die schmierig? Achso, das sind einfach so. Wirklich so Sushi-Style, ganz floppy sind die so. Yo! Super geil! Haben wir die schmierig? Test mal. Ja, aber die sind auch schmierig. Hm? Ach, die Huscher, das ist gut. Die gibt ihr immer so. Perfekt. Das schmiert halt echt den Controller ganz schön ein. Oh, ja. Wahrscheinlich. Und? Oh, das ist gar nicht mal. Echt nicht? Ich finde die voll geil. Die schmecken halt so eh wie Krabbenchips. Haben auch dann dieses. So Sushi-Style-Geschmack noch mit drin. Zu salzig oder vom Geschmack her? Ich weiß nicht. Kann ich gar nicht genau beschreiben. Finde ich halt komisch, weil Sushi ist eines meiner Lieblingsessen, aber das. Das ist voll nice, finde ich. Ich habe noch eine andere Sorte, wenn du die probieren willst. Ja, das ist gut. Ich hab noch mit Meeresfrüchte-Geschmack, mit Garnelen-Geschmack, was nämlich explizit. Auch ein bisschen schärfig dann sogar. Nee, brauchst du jetzt nicht unbedingt für mich, oder? Ja, okay, dann halt nicht. Ich snack mir noch ein paar. Ein bisschen mal ein Schwenning. Ja. Gut. Gehen wir ganz schön schnell voran hier. Hat mir eigentlich 4 Stunden gesagt? Ja. Wenn du so schnell hier durchrushst, dann wird es aber ein bisschen schneller gehen, oder? Gibt es da auch einen Trick mit den Ballen? Ja, gibt es. Es gibt ganz viele. Also wenn man im Prinzip weiß. Ganz theoretisch 4 Methoden anwenden. Mario. Ich weiß nicht, ob wenn die sich irgendwie bewegen oder. Wenn man die. Hier ist einer. Ach, ansaugen und wenn sie wackeln, dann ist einer drin? Ah. So einfach? Ja. Du kannst aber auch mit Eis, glaube ich, drauf. So einfach? Eis gibt es auch, deswegen das 4 Methoden ansaugen oder halt die Elemente. Das ist ein Witz, oder? Ich hab damals immer geraten. Ich wollte gerade sagen, früher hast du immer geraten. Ich hab immer geraten, einfach bis es geklappt hat. Ja. Ich wusste nicht, dass man die ansaugen kann. Wie easy ist das denn dann? Du gut, ey. Alter, das ist so. Ich hab. Weil der Salzgeschmack klingt aber ganz schön lange nach. Ich würde hier auf Wasser stehen heute. Kein Wunder, dass sie gesagt haben, los, dieses Idiotenteil mit dem. Das ist so. Obwohl, also Salz in sich 0,84 Gramm auf Bitter. Er hat mich schon wieder überfahren. Der was? Also, ich sehe immer, dass das Zeug besteht von 85% der Seefahne. Aber ist auch nur 85%. What? Okay. Der ist ja Palmöl, Saum, weiße Pfefferpulver und Geschmacksverstärker. 85% von dem, was ich finde, ist ein bisschen wenig.
Nein, nehme ich mir noch. Kann ich wieder weg dann. Ich hab gerade eine Falle und noch gar nicht fertig. Hm? Moment. Ich bin jetzt ja schon wieder in die erste Zone gelaufen, aber ich war noch gar nicht in der Falle. Also im Abteil, da hätte ich noch was machen müssen. Die Reihenfolge ist doch egal, oder? Naja, hätte ich das Abteil da schon fertig gehabt. Achso, aber nur zum Zeitersparnis. Ja, also nur zeiteffizient. Ja, ja, einfach nur zum effizient. Ja, effizient. Oh, ja, stimmt. Dance Game. Da könnt ihr so ein Babyzimmer machen. Da könnt ihr so ein Herz. Ja. Warte mal, sind irgendwann von den Kerzen da vielleicht Flammengeist drin? Da kann man gleich mal zeigen, das ist auch noch eine Methode, so Fake-Türen zu zeigen. Nee. Du brauchst es halt hier oben nicht. Ich dachte, hier wäre es auch schon Flammengeist gewesen. Ist ja auch, aber nicht auf dem Korridor. Achso, ja, ein Kamin. Wie so lange Schlange, der macht so lange. Ja, da kann man nämlich solche Fake-Türen aber verbrennen, dann sind sie weg. Auch so halt testen, wenn sie unsicher ist. Ja. Kurz überlegen, wie ich an. Ja. Ich habe mal kurz überlegt, wie ich. Da kannst du mit den Statusen wieder rumlaufen. Was? Kannst du mal in den Status reingehen? Was habe ich bis jetzt alles schon so haben? Also mit Z hier das? Waren die ganzen Geister? Die haben wir eigentlich alle schon. Das sind nicht mehr so viele. Haben schon ganz schön viele eigentlich. Ja. Ja, was ist denn zwischen der Großmutter und den Zwillingen? Wer kommt denn da hin? Hier? Ja. Volker Volltreffer. Das ist der nächste, wo wir jetzt hin müssen? Das ist. Der ist ja im zweiten Stock, oder? Der Schlüssel da. Ach, der Raum im Erdgeschoss. Ach, ja. Das. Da haben wir doch, ja. Ja, aber wir müssen erst oben noch was machen. Müssen? Ja, dann müssen wir. Okay. Warum denn? Weil wir dann oben erstmal fertig sind und dann auch nach unten was machen müssen. Okay. Jetzt wieder nur effizient. Okay. Wenn du meinst. Die Reihenfolge ist. Also im Abschnitt 3 hat man halt ziemlich viel Freiheiten. Kennst du das Spiel sowieso, das halt sicher so. Also mach einfach wie du meinst, dass es passt. Ja, du hast halt im Abschnitt 3 hast du halt ziemlich viele Freiheiten, wie du das für dich regelst. Weil mit der Großmutter zum Beispiel dann das mit dem Eisding, das hättest du ja auch alles anders machen können. Du ja Großmutter machen können, dann die Zwillinge, dann holst du dir erst das Eisding und alles, das ist. Ach, wie, man kann die Scheiße mit Feuer besiegen? Ja. Das habe ich nie ausprobiert. Kannst du nicht einfach Feuer besiegen. Echt? Ja. Außer die Puppengeister, also die ganz normalen, okay? Ja. Auch die Geldgeister? Bestimmt, ey. Aber die droppen wahrscheinlich nicht, wenn man sich aufsaugt, oder? Da sie ausprobieren wollen, will ich eigentlich mal nicht. Weil der eine hatte 20, der andere hat 10, ich hab trotzdem als 30. Boah, der war ein besserer Winkel, der war den 20er. Sagen, die können doch hier auch noch. Ja, die Greifer. Die Grappler. Willst du nicht hier gleich auch einen weiteren verdorbenen Gegenstand bekommen, rechts? Ja, deswegen bin ich ja hier. Okay. Aber da fehlt noch der Handschuh, oder? Handschuh und Stern fehlen noch, oder? Nein. Ja. Okay. Und. Da ist eine Oma-Stube. Nee, wie gesagt, Oma-Stube.
Ja. Du dummer Hund. In welchen Raum ist der jetzt hin? Vielleicht so erlegt. Ja, warum machst du den? Ah, gut, der Glück gehabt. Wieder einmal ausgerufen, den wir nicht so ran. Stimmt! Dann müssen wir erst wieder den allerersten Raum gehen müssen. Stimmt, das ist ja im gleichen Stockwerk, von dem der Raum von angefangen hat. Naja, nee, es gibt ja aber eine Stelle Teleportation-Foto, die wir gerade gezeigt haben. Doch, habe ich tatsächlich schon nichts. Hast du schon? Hatte ich ja. Hab ich gar nicht mitbekommen, wann denn? Hab ich auch unterbewusst gemacht. Das war sie dann zu den Cousins, zu den Zwillingen gegangen. Achso, da war ich gerade von dem Seetang hier abgelenkt. Ja. ja, also wenn man halt einen Spiegel mit der Kamera einscannt, dann teleportiert man sich halt in die Eingangshöhle zurück. Ja, das ist doch eh kein bester Bewegung mehr. Der Herz doch schon angefangen, ne? Hä? Winnie Boo? Ach, oh. Das ist der aus dem. Von du willst immer rechts sein. Der hieß Winnie Boo, Alter. Disney verklagt hier. Tut doch nicht. Obwohl, warte mal, hat Disney die Rechte an Winnie Boo? Eigentlich nicht, weißt du? Das war doch im Original so ein Buch. Es gibt doch auch eine. Hast du mal gesehen, Russian Winnie Boo? Ja. Schaffen wir mal zocken, was ich finde. Ja. Das ist halt voll geil irgendwie. Ich habe halt kein Wort verstanden, also ohne Untertitel war es auch trotzdem lustig, weil man die Story ja im Prinzip kannte, weil es zwar die gleiche Geschichte mit den Bienen und dem Honigbaum, wo er halt dann hochgeklettert ist und dann mal festgesteckt hat, ja. Wie von Disney die Variante. Aber es war trotzdem immer lustig, immer, weil es, ich glaube, das war sogar. Was war das so aus den 70ern oder 80ern? Halt so eine alte Animations. Reihe einfach aus Russland mit Winnie Pooh. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, wer die Rechte daran hat. Ob das so Open Public ist oder. Ich weiß nicht genau, herkommt. Das will ich mal nachgucken. Copyright Winnie Pooh. Wer hat die Rechte daran? Hast du den Mond abgeschossen? Es gibt aber keinen Mond mehr. Einfach gekillt. Kinderbuch des Autors Alan Alexander. Ne, Englisch, also. Englisch-Britisch? Ja, britisch. Okay, also. Der Autor ist Brite. Die Markenrechte wurden 1961 an die Walt Disney Company verkauft, welche mit ihrer Adaption Winnie Pooh ein Franchise aufbaute. Also seit 1961 hat Disney die Rechte an Winnie Pooh. Adaption? Das heißt, diese russische Animation, die wir schon vorher gegeben haben, vor 61 war es dann. Ach nee, hä? Nee, es war während der Phase, dass Disney die Rechte hatte. Von 1966 bis 1983 wurde die Buchvorlage fünfmal von der Walt Disney Company für 25-minütige Zeichentrickfilme bearbeitet. Sowie von 1969 Mario. Bis 1972 dreimal vom russischen Animationsfilmer Fjodor Chitruk? Ich habe keine Ahnung, wie der russische Name richtig ausspricht. Weiß ich auch nicht. Fjodor Chitruk? Chitruk? Also C-H-I-T-R-U-K. Wird schon passen. Ja, okay, aber das war dann anscheinend nach der Phase, wo Disney schon längst die Rechte dran hatte. Und die halt einfach so outgesourced. Wo ist der? Okay. Oh, der Goldene. Der. Ah! Junge! Dude! Er haut ab! Hol ihn dir! Ja, Junge, weiß ich doch! Schnell! Puh. Wie lange bleibt er im Raum? Ich krieg einen Anfall. Er ist weg. Da ist er noch. Hey, wann haut er ab? Wie lange bleibt er im Raum? Bis man ihn anleuchtet oder was? Oh mein Gott. Das muss richtig Reflexe zeigen. Oh mein Gott! Dude! Das ist richtig spooky.
Kriegt der nicht? Komm schon! Lass ihn! Ja! Oh fuck! Schade. Naja. Haben wir ändert weniger Cashflow. Ja. Okay, also haben wir wahrscheinlich die Rechte einfach an die oder Lizenz an die an den Moment weitergegeben. Hier spielt der Pilz die Scheiße. Wie? Warum? Warum bricht der ab? Was? Heyo! Gyro Take the Wheel ist auch da. Hey, wie geht's? Ja, wenn du jetzt gerade zugeschaltet hast, wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Wir haben schon die ersten beiden Bereiche von dem Spiel abgeschlossen. Wir sind gerade schon im dritten Bereich. Und wenn man halt weiß, wie lang das Spiel ist, ja, dann kann man sich ausmalen, wie viele man da schon sind. Und dann ist reingekommen, wie weit seid ihr? Ha! Direkt die Frage vorweggenommen, direkt geantwortet drauf, dachte mir.